Die Strahlung der Handymasten stellt für Linzer Bevölkerung keine Gesundheitsgefährdung dar. So lautet das jüngste Ergebnis einer Untersuchung, durchgeführt vom städtischen Umwelt- und Technikcenters der Stadt Linz. Die Strahlenbelastung durch Handymasten sei laut Angaben des Instituts mit durchschnittlich nur 0,15 mW pro Quadratmeter sehr gering und geht deshalb davon aus, dass auch die Sendeanlagen im Zentrum der Stadt zu keiner Gefährdung der Gesundheit führen. Meiner Meinung nach nicht, ne? Und es gibt auch keine vernünftigen wissenschaftlichen Belege dafür. Viel bedenklicher hingegen ist das Telefonieren mit dem Handy, denn durch den direkten Körperkontakt ist man einer weit höheren Strahlung ausgesetzt als durch Funkmasten. Hier ein paar Planet Life Tipps, um zu viel Strahlung zu vermeiden. Handy erst nach dem Verbindungsaufbau ans Ohr halten, nur kurz telefonieren, Orte mit schlechtem Empfang meiden, beim Handykauf auf niedrigen SAR-Wert achten.